Will I am in Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Jo, hallo hier beim Homium. Ja, heute seht ihr ein Team Deathmatch hier auf der Karte Fallen. Das ist wirklich kein besonderes Gameplay, aber ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt hier in die Winterferien starte, versorge ich euch hier jetzt nochmal mit einem Video, weil jetzt auch schon länger nichts gekommen ist. Und ja, das ist wirklich nichts Besonderes. Also in diesem Gameplay spiele ich mit der Typ 95, heißt die Waffe, glaube ich. Jo, mit Schnellfeuer, nein, mit Schalldämpfer und Rotpunkt. Und es ist na, typisch, wie der Kenu-Modus ja ist in MW3, irgendwie verlegt und alles. Auf jeden Fall spiele ich hier 25:1. Ziemlich gekämmt am Schluss und generell das Gameplay ist ziemlich langsam, also nichts Atemberaubendes. Dient jetzt hier nur als kleine Unterlage. Und ich habe mir gedacht, heute rede ich mal so ein bisschen über Black Ops 2 und so. Denn ich finde einfach, es ist das schlechteste Game, was es je gegeben hat. Ja, warum das? Na, Black Ops 2, es ist einfach, ich erkläre es mal. Also ich habe mir das Spiel gekauft drei Tage, glaube ich, nach Release-Tag, genau. Ich wollte es natürlich unbedingt am Release-Tag haben, okay, habe ich es nicht bekommen. Und drei Tage danach habe ich es dann endlich bekommen, unter Anführungszeichen. Und da habe ich mich natürlich urgefreut, habe das gesuchtet bis zum Ende, okay. Also das habe ich dann drei, vier Tage wirklich hart gespielt. Und dann habe ich irgendwie schon gemerkt, ja, spielt sich irgendwie anders. Ist auch nicht so, fesselt mich jetzt nicht so, also wie die anderen Call of Duties zum Beispiel. Und ich habe dann schon so langsam gemerkt, ja, die Waffen sind ziemlich eintönig. Man schießt halt, also manche Waffen, die spielt man gern, manche Waffen, die spielt man überhaupt nicht gern. Dann habe ich nur Nuketown gezockt, wirklich. Also ich habe vielleicht nur, wenn es nicht Nuketown 24/7 gab, habe ich andere Karten gezockt. Die fand ich einfach scheiße, alle anderen Karten. Und das ist bis heute noch so. Die Karten machen mir überhaupt keinen Spaß, haben überhaupt nichts an sich. Da waren ja die Karten in MW3 besser. Und man schießt mit seiner MS irgendwas, MC, keine Ahnung, dreimal drauf. Dann denkt man sich, nimmt man mal eine andere, dann nimmt man die PDW und dann schießt man ein ganzes Magazin auf den Typen. Und ich finde das einfach so ungebalanced, sage ich mal, dass ich das überhaupt nicht mehr spiele. Also ich zocke generell in letzter Zeit echt, echt wenig. Also ich sage in der Woche, keine Ahnung, maximal 20 Minuten, wenn es gut herkommt, wenn ich wirklich übermäßig viel Zeit habe, drehe ich die Konsole hier auf und spiele eine Runde. Und dann entsteht eben hier sowas, ein Gekämpfe hier auf Fallen. Aber auf keinen Fall Black Ops 2. Also ich werde jetzt in nächster Zeit, ich habe jetzt noch so 3-4 Gameplays von früher noch, wo ich halt etwas besser Black Ops 2 spiele und das auch irgendwie was zum Anschauen ist. Aber so viel Black Ops 2, wie jetzt alle anderen bringen und so, werde ich jetzt auf keinen Fall bringen, da irgendwie das Spiel macht mir überhaupt keinen Spaß. Vielleicht kann man es mir auch nicht recht machen. Ich habe bei MW3 gemeckert und jetzt spiele ich hier wieder MW3 und mir macht es eigentlich einen Heiden Spaß, weil die Gegner einfach so schnell drauf gehen, die Killstreaks auch nicht hier übermäßig groß hoch sind und diese Punkte-Streaks. Und ich nehme hier meine Aufsätze und kann kein Visier verändern, dass ich irgendwie bei Black Ops 2 nicht kann. Da muss ich Prestige mit meiner Waffe gehen. Und irgendwie kommt mir es komisch vor, als würden die uns irgendwie fesseln wollen vor die Konsole. Ja, du musst zocken, Mann. Du musst jetzt 100.000 Stunden lang zocken, damit du ein anderes Visier nehmen kannst. Finde ich sinnlos. Also macht überhaupt keinen Sinn, weil da geht einfach der Spaß bei mir verloren. Wenn ich sage, ja, ich spiele gerne, aber ich habe jetzt nicht so übermäßig viel Zeit und auch nicht übermäßig viel Bock, so viel zu zocken, dann macht es für mich einfach keinen Sinn. Hier 13er Streak, AC-130, okay, geht einfach richtig geil ab und ich muss hier nicht irgendwie Punkte-Serien mit einnehmen und was auch immer. Macht auf jeden Fall mehr Spaß. Derzeit MW3, MW2 oder so. Also ich hole jetzt wirklich in letzter Zeit fast gar keine Spiele an. Nur vielleicht eben hier MW3 manchmal und Black Ops 2 mal hier, um etwas bisschen besser zu werden oder mein Skill halt in Black Ops 2 zu verbessern. Weil das habe ich auch gemerkt, mein Skill ist extrem runtergegangen seit Black Ops 2 Release. Schon bei MW3, am Ende von MW3 ist das schon extrem runtergegangen. Ich habe gemerkt, bist du narrisch, was ist mit mir los? Ich spiele überhaupt nicht wie früher. Früher habe ich mich hingesetzt mit meinem aus Skype-Konfi. Wir haben ein bisschen gezockt, gleich ein paar Moabs rausgehauen und so. Aber das ist überhaupt nicht mehr so. Auf Skype bin ich auch noch total wenig. Ich vernachlässige das Ganze, ich muss schon sagen, also, aber irgendwie der Spaß ist jetzt auch, er ist da am Kommentieren und so.
aber das eben auch nur mit gutem Gameplay-Stoff und auch wenn das Zocken Spaß macht, und das ist einfach derzeit leider nicht der Fall. Wie gesagt, das Gameplay ist jetzt nichts Besonderes gewesen, auf jeden Fall kurz, also heute, einen Tag bevor ich weg war, bringe ich euch jetzt nochmal hier einen kurzen Video. Hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. 25 zu 1, ein Assist, ja, wie schon 100.000 Mal gesagt, kein besonderes Gameplay. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, bewerten und so. Wenn es euch nicht gefallen hat, negativ bewerten und schreiben warum. Und das war's von mir. Bis zum nächsten Mal, euer Homie Homie. You gun to when you goon sprayed up, bet his bitch won't get a match. You won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat coon, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you, bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What to undo when I am.